Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr massenhaft Basilikum vermehren könnt. Wir benötigen eine Basilikumpflanze, ein Gefäß mit nicht zu hartem Wasser und ein Messer oder Skalpell. Wir nehmen einen Stängel vom Basilikum. Hier seht ihr die Seitentriebe. Über diesen Seitentrieben schneiden wir mit dem Messer ab. Hier wachsen nun zwei Triebe raus. Diese werden dann nochmal geschnitten. So haben wir vier. Diese vier werden dann nochmal geschnitten und so weiter. Triebe, die keinen Seitentrieb haben, schneiden wir einfach unten ab. Nun entfernen wir alle Blätter außer die oberen. Mit einem Messer schneiden wir den Stängel schräg an, sodass er besser Wasser aufnehmen kann. Danach stellen wir ihn in unser Wasser. Eine schöne Ausbeute. Eine Menge Stecklinge, zwei Mutterpflanzen und etwas Kräuter für die Küche. Die Stecklinge und die Mutterpflanze stellen wir hell oder unter eine Zusatzbeleuchtung. 14 Tage später geht's ans Eintopfen. Die Mutterpflanzen sind wieder kräftig nachgewachsen. Ich habe Töpfchen mit einem Gemisch aus Anzucht und Kokoserde gefüllt. Als Pikierstab nutze ich einen alten Kugelschreiber ohne Mine. Prächtige Wurzeln. Und ab ins Töpfchen. Sind dann doch beachtliche 38 Pflanzen rausgekommen. Diese werden dann immer wieder geschnitten, sodass es schöne Büsche werden. Aus dem Schnittmaterial können weitere Stecklinge gemacht werden. Und natürlich Stecklinge von unseren beiden Mutterpflanzen. Ich denke, für diese Saison benötige ich kein Basilikum mehr. Da mir die 38 Jungpflanzen reichen, habe ich mir etwas anderes für die Mutterpflanzen überlegt. Ich teile beide Pflanzen und pflanze sie in meine Tomatenkübel ein. Das wären noch einige Stecklinge geworden.
diese beiden noch in einen anderen Kübel. Über meine Tomaten und das Wohlergehen des Basilikums werde ich in weiteren Videos berichten. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und danke euch fürs Anschauen. Bis demnächst. Tschüss.